Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Heute habe ich Parkmore Selection Single Malt Scotch Whisky Limited Release 7 Years Old, also 7 Jahre alt. Artfully matured at Colburn Distillery Warehouse in Elgin. Also, zwei Sachen sind hier besonders. Erst einmal, Parkmore gibt's nicht mehr. Das ist ein Distillery, was schon längst geschlossen ist. Und auch Colmore gibt es nicht mehr. Colmore wurde tatsächlich 1985 schon geschlossen. Also Parkmore fast, keine Ahnung, fast 100 Jahre, glaube ich, geschlossen insgesamt. Und was ist hier? Wir haben hiermit zu tun. Und das steht hier relativ groß auf der Rückseite. Also Autofokus ist nicht immer so gut. www.aceo.co.uk. Also wir haben hier mit Bonders, mit Blenders, mit Whisky Brokers, genauer gesagt, zu tun. Also Oceo kannte ich nicht, bis ich ein bisschen recherchiert habe. Die haben tatsächlich in Colburn, haben sie tatsächlich hier Gebäuden, also auch Lagerhäuser gemietet. Seit 1999 sind die tatsächlich Whisky Broker, das heißt, sie kaufen Fässer an und verkaufen sie an anderen weiter. So eine Art Mittelmann. Das war antiklimatisch. Also, nochmal. Ach, wenigstens ein bisschen Kunstkorken. Okay, gut, warum nicht? So, schenken wir ein, reden ein bisschen weiter. Und die haben auch, die holen Fässern ab. Und die machen die ganze Sache auch hier mit Labeling, also Etiketten und Abfüllung. Und was mich am meisten interessierte, was ich nicht wusste, den gehört Murray McDavid. Ah, okay. So, dieser Label ist nicht verwirrend, aber ein bisschen irreführend. Denn man, Parkmore, exotisch alt. Und dann hier steht Non-Chilled Filtered Natural Color. Und dann hier ganz unten, ganz, 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 ganz klein steht hier, auch Rust, Distillery. Also das ist auch Rust. Also AUCHROIST. Mit 46% non-chilled filtered, kein Farbstoff hinzugetan und tatsächlich in Madeirenfässern gereift. Und wenn man ein bisschen online recherchiert, merkt man, dass es, da steht auch 7 Jahre alt hier drauf, aber 5 Jahre hat es verbracht in Ex-Bourbon-Fässern und 2 Jahre in angeblich First-Fill Madeira-Fässern. Nun, meine Frage des Tages ist, das könnt ihr nicht beantworten, es sei denn, ihr seid klug, kluger als ich. Wo kommen alle diese verrückten Madeira-Fässer her? Die waren gar nicht da. Und es gibt nicht so viele Leute, die Madeira trinken. Also die Madeira-Fässern ist das Gleiche, was seit 90er Jahren mit Sherry passiert, seit 20er Jahren, 2000er mit Port und jetzt auch jetzt seit 2000, keine Ahnung, 2015 hat Madeira auch angefangen, Fässern für die Whisky-Industrie vorzubereiten. Und ich glaube, die Amarone-Fässern sind auch ähnlich jetzt auch gemacht worden. Da ist viel Geld damit zu machen. Also das Produkt selbst, was auch immer damit passiert, aber diese Fässern schickt man dann nach Schottland für gutes Geld und dann ist das so. Diese Flasche tauchte irgendwann auch bei whisky.de und ich kannte mich nicht aus, aber diese Flasche hat 34,90 € gekostet. Und ich habe gelacht, klick. Das war einfach mal zu günstig, um nicht zu sagen, wir probieren mal eine 7 Jahre alte, 46-prozentige, non-chilled filtered, no color added, Abfüllung mit Madeira-Finish. Nun, ihr werdet mich für verrückt halten, aber ich habe echt ein paar Gedanken darüber gemacht, welche Whisky würde jetzt hier als Vergleichswhisky dienen können. Ich habe nie daran gerochen, ich habe bisher noch nie geschmeckt, ihr habt gemerkt, ich habe gerade aufgemacht und ich werde etwas greifen, was ihr denkt, Jason, du spinnst. Dingle aus Irland. Warum? Das ist Batch Nummer 5, kein Farbstoff, keine Kälteverdrehung und der hat auch Madeira-Fässer da drin mit 46,5%. Wie alt? 5 Jahre. Also von daher 5 Jahre alte Single Malt Irish Whiskey gegenüber 7 Jahre alte Single Malt Scotch Whiskey. Beide auch mit Madeira. Das Ding ist Ex-Bourbon-Fässern und was sein Vorteil sein könnte, ist tatsächlich Pedro Ximenes-Fässern sind mit auch in diesem Mix.
So, farblich erst einmal muss ich sagen, dass die Madeira-Fässer hier wesentlich mehr zugeschlagen haben. Das ist eine schöne goldene Honiggelb und das hier ist Pfirsichlikör-mäßig unterwegs. Also sehr schön, gefällt mir. Auch hier in der Flasche kann man ein kleines bisschen auch die Farbtöne hier sehen. Blätter, also hier Braun-Gold. Also wie kann ich am besten hin? Ah, genau, da. Braun-Gold. Und hier haben wir tatsächlich, der Etikett geht die ganze Zeit rum. Also hier hat man das tatsächlich ein bisschen. Man muss eher unten hinschauen. Da ist ein leichter rötlicher Stich dann da. So, Nase. Wow. Also gefällt mir gut. Also diese Madeira würde ich einer Mandarine, also es gibt von bis Madeira, genau wie es von bis Sherryn gibt und von bis Port. Also Port gibt es Tawny und Ruby, aber auch da sind Abweichungen zwischen sehr guten und Billigzeug. Ich habe neulich, und ich darf mal sagen, dass ich mich verschäme. Ich war mit meiner Frau unterwegs, wir waren ein bisschen im Urlaub, ich ging zu Rewe hin und ich wollte ein Port kaufen. Das ist das, was ich in meiner Freizeit trinke, Leute. Entschuldigung. Ich trinke nicht Whisky in meiner Freizeit, das ist hier das, was ich hier tue. Aber mein Entspannungsgetränk ist einfach Port. Also war schon lange und ist immer noch. Und so, ich gehe in den Supermarkt rein und greife einfach nach einer Portflasche. Und nachher merke ich, ich habe 7 Euro. Ich glaube, das war noch nicht mal 7 Euro für Port bezahlt. Also, das war knapp eben der Alkoholsteuer, der damit abgedeckt wurde. Wahnsinn! Also, 20%ige Port für 7 Euro. Also, und der hat halbwegs gut geschmeckt. Also, alles unter 10 ist natürlich ein Bargain, ein Schnäppchen. Aber naja, gut, wir sind nicht hier über Port zu reden, wir sind eher hier über Madeira zu reden. Ein Rotwein, ein Roséwein, nicht rot, ein Roséwein. Ah, schön, parfümiert. Ich kriege nichts mit von Malzigkeit oder kaum was. 46% sind schön eingebunden. Also da ist schon die Frage, warum nimmt man ein 5 Jahre alte Whisky und sagt, hey, wir werden diese Firstville Madeira Fässern damit einfach mal verwenden und dann haben wir einen Whisky, den wir für relativ schmales Geld für 34 Euro hier auf den Markt bringt. Limited Release steht dann da. Ich habe nirgendwo gefunden, wie viele Flaschen Limited Release in diesem Fall bedeutet. Also, nö. Cheers. Und Parkmore ist ungefähr 20 Kilometer entfernt vom Elgin übrigens. Parkmore ist in Dufftown und Dufftown, Parkmore war eine von den sieben. Es gab die sieben Hügel vom Rom und es gab die sieben Potstills vom Dufftown und Parkmore war eine der richtigen davon. Und wenn man im Zug vorbeifährt, da gibt es so einen Touristenzug, sage ich mal, und da kann man diese Lagerhäuser da vom Parkmore sehen. Werden immer noch benutzt von einigen Distillerien dort auch dann ihre Whiskys da drin zu lagern. Gut, cheers. Jung merkt man schon. Da ist einiges an Interessante, aber da ist echt ein bisschen pfeffrig für mich heute. Wow. Wow. Okay. Ich merke, und das trifft auch heute nicht zu, wenn ich zum Beispiel vorher Doritos esse oder Totiles, gerade die Nacho Cheese oder die Wild Paprika oder wie auch immer die so heißen, die haben Geschmacksverstärker drauf. Und wenn ich danach in den nächsten 4, 5, 6 Stunden Whisky danach verkoste, ist alles viel, viel intensiver, viel, viel pfeffriger. Ich habe davon heute nichts getrunken, also nichts getrunken, nichts gegessen. Ich habe einen Ritz gehabt und ich habe ein paar leckere Essen gehabt, aber nichts an Geschmacksverstärker drin. Also Paste mit Tomatensauce hat keinen Geschmacksverstärker, hoffe ich.
Der riecht besser, als er schmeckt. Ich werde jetzt schon mit Wasser arbeiten und ich komme nochmal zurück. Ich versuche den auf 40 runterzubringen. Wurde tatsächlich weicher. Hat immer noch ein bisschen explosive Charakter. Also irgendwie sage ich ja und gleichzeitig sage ich nein. Also ein bisschen wie ein Süß-Sauer hier. Wir haben eine pfeffrige Alkoholnote und wir haben eine sehr schöne Madeira fruchtige Weinnote, der mitmischt. Irgendjemand hat geschrieben mit einem Hauch vom Rauch. Kriege ich gar nicht. Ich bin sehr empfindlich. Eigentlich dachte ich wegen Rauch. Da ist nichts drin, zumindest was ich entdecken kann. Ganz, ganz hinten drauf ist irgendwie Barrel Char. Aber das ist einfach eher vom Fass, was kommt, aber nicht von einem getorftes Moment. Meiner Meinung nach. Sowieso Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich gehe ganz kurz rüber hier zu meinem Dingle. Schöner an der Nase. Ein bisschen heller, ein bisschen frischer, ein bisschen mehr Kiwi hat er sogar. Wow, Estrigenz verglichen hiermit. Viel, viel mehr Holz. Nicht ein Tannin. Haltige Holz, sondern eine extragierende, eine ich sauge der gesamte Speichel aus deiner Wangen wie Sägemehl am Holz. Es gibt einen schottischen Distiller, der Graham Cole, der 14 plus Jahre dort bei Glenmurray gearbeitet hat und der hat diese Flasche tatsächlich zusammengesetzt. Also eine Schotte hat diese Irish Whiskey hier gemacht und deshalb ist noch ein weiterer Grund, das mit normalen Irish, mit normalen Scottish Whiskey zu vergleichen. Okay. Der hat mehr Tiefgang, mehr Holz, mehr Komplexität, um ehrlich zu sein. Dieses hier ist simpler, also ich würde sagen, vielschichtiger, einschichtiger gibt es nicht. Also wenig schichtiger gibt es auch nicht. Ja? Da sind wirklich hier Malz, fruchtige Madeira-Moment und Alkohol. Und die werden, porr, die gehen die gesamte Zeit durch. Also wir gehen nochmal zurück. Auch Rust ist eine interessante Destillerie. Kriegt man nicht oft. Eine nette Nase, muss ich schon sagen. Und tschüss. Der ist der besser von den beiden, finde ich, ja. Da hat er einfach einen Scotch Malt Charakter. Der ist ein bisschen zu viel Hawaii Punch. Am Ende kam noch mal ein bisschen Alkohol. Wenn das der vierte Whisky des Tages wäre, und ich habe zweimal Fassstärke zwischendurch gehabt und kam darauf zurück, würde der schmecken. Aber da ich heute damit angefangen habe, das war mein Control Whisky, muss ich sagen, der hat gut Umf, der hat gut Pfeffer dann da. Trotzdem ist das ein Whisky, der mich hier heute faszinierend einfach mal heranziehen will. Und deshalb gebe ich diese Whisky erstaunlicherweise für mich ein 3 Plus. So, ich habe ein kleines bisschen drin. Ich werde nochmal damit arbeiten. Ich werde den nochmal ganz dünn verdünnen auf 20%. Und dann gehe ich nochmal zurück. Der hat was. Der hat echt was. Das ist ein Whisky. Ich glaube, das habe ich neulich auch erwähnt bei Roy. Roy hat gesagt, es gibt kein schlechter Whisky.
Du hast einfach den Zugang dazu noch nicht gefunden. Und der erstellt Whisky hier ganz oben und der Person da unten. Ich bin eher sozusagen, ich weiß, was ich mache und der Whisky muss sich da mir anpassen. Und wenn nicht, dann fliegt er raus. Aber Roy vom Aquavisa sagt, nein, hier ist der Whisky und jemand hat es gemacht, weil er es gut schmeckt, seiner Meinung nach. Und du musst den Zugang irgendwo, irgendwie dazu finden. Nicht, dass das mein Mantra wird. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, der will entdeckt werden, der möchte gerne entschlüsselt werden, der möchte gerne hier einfach mal ein bisschen damit Zeit, damit man ihn verbringt. Und dann kann er noch ein, zwei kleine Geheimnisse hier mitverraten. Echt nett. Also nicht ein Whisky, finde ich, für Anfänger. Das ist ein fortgeschrittener Whisky, kein, also Intermediate Whisky. Nicht unbedingt hier für die Experten, nicht für die Profis, aber für Fortgeschrittene. Hier kann man ein bisschen Zeit damit verbringen. Wow, ist der echt, diese Madeira ist sowas von schön. Ich habe da auch eine Glendalough mit Madeira-Fass gehabt. Oh, lecker. Und da kommt sogar ein bisschen übertrumpft den, finde ich. Deshalb diesen 3 Plus ist berechtigt. Preislich 34,90 €. Das Problem ist, der ist in Deutschland gar nicht mehr erhältlich. Also falls du ihren Shop aufdeckst, also und den für den 35 € findest, kaufen. Also da würde ich sogar sagen, auch ein 3 Plus für diesen Preis. Ja, 7 Jahre alt. Aber die 2 Jahre Madeira Fast First Fill. Das macht irgendwie wett. Also, nettes Flaschendesign. Der Label ist ein kleines bisschen irreführend mit den Distill, ganz, ganz, ganz klein denn da. Aber alles gut. Wenigstens die 7 Jahre stimmen und das ist nicht irgendeine Zahl aus dem Hut gezaubert. Ja, super. Ich finde es gut. Aceo werde ich ein bisschen mehr über dich hier lesen und irgendwann werde ich wieder ein Murray McDavid hier auf meinem Tisch haben. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welche Whiskys kennt ihr mit Madeira Fass oder Madeira Fass Finishing oder Vollreifung von mir aus? Also ich habe schon der Glendalough genannt, ich habe hier der Dingle genannt und ich habe jetzt hier der Pockmore Selection genannt. Jo, schauen wir mal. Übrigens, ich glaube, am Sportler, 321 Sportler, hat damals mich überhaupt auf die Flasche hingewiesen. Allerdings, ich hatte die einen Tag zuvor schon gekauft. Aber danke schön dafür. Whisky Jason hier. Liken, abonnieren auf meine Sample-Liste, teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Die Flasche wurde da schon verteilt, hoffe ich. Werden wir so sehen. Und wir werden dann immer wieder hier coole Aktionen haben, wenn du Teil der Whiskey Jason Superfan-Gruppe bist. Wie wird man Superfan? Indem man auf Patreon hingeht und $1 oder 1 € im Monat spendet oder hier bei YouTube einfach mal auf Join draufklickt und da ist man für 1,99 € dabei im Monat. Vielen Dank, alles Gute, Whiskey Jason hier. Jeden Tag 17:30 Uhr, jeden Sonntag 21 Uhr, sogar mit einem Gast. Ist das nicht toll? Bye bye.